Am Samstag, den 1. Oktober 2016, war das Lavendorf in Passentin, nur wenige Kilometer westlich von Neubrandenburg, Austragungsort des 3. Penzliner Landmarktes. Von 10 bis 16 Uhr präsentierten hier 40 regionale Aussteller Produkte aus eigener Herstellung. Erzeugnisse unter anderem aus Holz, Glas, Keramik oder Schmiedeeisen wechselten an diesem Tag ihre Besitzer. Selbstgefertigte Aufstriche und Honig gehörten ebenso zu den Angeboten wie vielfältige Textilarbeiten und Früchte aus dem Garten. Die beiden Organisatoren Fritz Krüger und Andrea Schumacher waren trotz des nicht unbedingt besten Wetters zufrieden mit der Anzahl der Besucher. Denn Veranstaltungen, welche regionale Stärken und Gemeinschaftssinn in den Fokus rücken, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Penzlin ist ja seit 2013 Mitglied der internationalen Chidaslo-Gemeinde. Das ist eine Gemeinschaft der lebenswerten Städte und da geht es eigentlich darum, das Leben zu entschleunigen, sich auf Traditionen zu besinnen, auf heimisches Handwerk, auf heimische Kunst und darum geht es uns bei diesem Markt. Auch für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt. Von Kaffee und Kuchen über Bratwürste bis hin zu eigens für den Penzliner Landmarkt kreierte Speisen, wie zum Beispiel die Penzliner Roggenschnecken oder das Mecklenburger Schweinesauer. Holger Gnifke von der DLE Penzlin GmbH, der Dienstleistungsgesellschaft für Lebensmitteltechnologie und Ernährung, sorgte für diese deftige Mahlzeit, welche kostenfrei von den Gästen probiert werden konnte. Der köstliche Duft zog auch die Aufmerksamkeit von Penzlins Bürgermeister Sven Flechner auf sich. Dieser erlebte, so wie alle anderen Besucher, eine wieder mal rundum gelungene Veranstaltung. Trotz des hartnäckigen Sprühregens wurden die Gäste bestens unterhalten, auch im kulturellen Bereich. Also wir haben heute ein außerordentlich interessantes Programm und das Interessante daran ist, dass das alles von heimischen Künstlern aus der Region gestaltet wird, die eigentlich alle ohne Honorar hier für uns auftreten und den Penzlinern und ihren Gästen ein Geschenk machen wollen. Wir hatten hier die Blaskapelle, die Penzliner Blaskapelle, wir haben Line-Dancer aus Berlin gehabt, wir haben kleine Kinder, die sich spontan bereit erklärt haben, hier Lieder zu singen. Wir haben zum Schluss nachher den Penzliner Männerchor als Abschluss der Veranstaltung. Auch diese Auftritte ohne finanzielle Vergütung waren als deutliches Zeichen der Verbundenheit mit der Region zu verstehen. Und eines galt für jeden einzelnen Auftritt. Sowohl Künstler als auch Gäste hatten Spaß. Und das gemeinsam. Für Groß und Klein gab es so manches über verschiedene historische Handwerke zu erfahren. Ob es das Brotbacken im Lehmofen war, oder echte, handgemachte Schmiedekunst. Für jeden war etwas dabei. Viele der regionalen Produkte wechselten an diesem Tag ihre Besitzer. Leider wurden einige Angebote doch schon deutlich durch das Wetter ausgebremst. So hatten die 5 Pferde, auf welchen die Besucher eine Runde durch das Lavendorf drehen konnten, mitunter etwas längere Pausen. Das rege Treiben im Slawendorf Passentin freute auch die Besitzer des Geländes. Daniel Görz und seine Frau wohnen zwar in Berlin, sind aber beide von ganzem Herzen mit der Region und dem Slawendorf verbunden. Seit 2013 erfüllen sie es wieder mit neuem Leben. Wir haben diesen Platz gekauft, weil wir uns einfach wahnsinnig verliebt haben und wir ihn wunderschön finden. Und wir haben ihn immer als lebendigen Platz erlebt und haben gedacht, wir wollen das Ganze hier in der Region weiter erhalten, wie es ist und hier mehr neues Leben mit drauf bringen. Zum Beispiel, dass sich hier Kindergruppen, Schulklassen einmieten, genauso wie vielleicht Pfadfinder, Mittelalterfreunde bis hin zu Firmen, die hier Führungsteamseminare machen wollen. Sehen wir hier alles auf dem Platz und wir glauben, der Platz kann damit wachsen, die Region kann damit wachsen und alle führen hier ein schönes und natürliches Leben. Es wird also auch in Zukunft im Slawendorf Passentin interessante Veranstaltungen und Projekte geben. Die 4. Auflage des Penzliner Landmarktes wird allerdings im Jahre 2017 an einem anderen Austragungsort stattfinden.
Wir haben damals in Altrese begonnen mit unserem Verein Lindendorf Altrese e.V. und haben dort eigentlich praktisch eine Veranstaltung erlebt, die unsere ganze Vorstellungskraft gesprengt hatte, weil da so viele kreative Leute sich gezeigt haben. Und wir haben uns vorgenommen, durch verschiedene Ortsteile von Penzlin zu gehen, um damit auch die Bekanntschaft unter den Leuten zu fördern und damit auch zu zeigen, was in den einzelnen Ortsteilen los ist. Am Ende konnte auch zum dritten Penzliner Landmarkt ein positives Fazit gezogen werden. Auch wenn das Wetter nicht so optimal mitspielte, zeigte sich dennoch, dass sich immer mehr Menschen wieder auf ihre Wurzeln, ihre Traditionen und ihre eigenen Stärken besinnen.